Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Ups, was war da? Nachricht? Ach so, Kopf voraus. Ja, habe ich immer noch keine Ahnung, was das genau bedeuten soll. Kleine Info noch. Ich werde dieses Projekt, da ich vermute, dass es etwas ein etwas längeres Projekt wird, vielleicht über 100 Folgen sogar, werde ich es wahrscheinlich nach 30 bis 40 Folgen mal unterbrechen. Vielleicht. Kommt man da hoch? Um einfach mal ein anderes Projekt dazwischen zu schieben, damit es auf dem Kanal etwas mehr Abwechslung gibt. Ich hoffe, euch stört das nicht allzu sehr. Ansonsten könnt ihr mir das ja gerne in den Kommentaren mitteilen. Wo sind wir hier? Aber genug davon. Ich habe mich auch noch mal kurz mal ein bisschen mit meinem Charakter beschäftigt. Und es sind hier jede Menge wirre Werte. Da ist zum Beispiel eine plus 43 in blau. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie die Skalierung mit der Beweglichkeit. Das würde heißen, dass das gerade Schwert sich mit dem mehr mit der Beweglichkeit skaliert als das Krummschwert. Ja. Ich werde übrigens bei diesem Projekt auch nicht immer eine An- und Abmoderation haben, da ich die Folgen gerne spontan, also einfach mal zwischendurch mal cutten möchte, damit ich ein bisschen längere Aufnahmen machen kann. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Versuch's mit Springen. Nein. Ganz sicher nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Versuch's mit rechts. Was ist rechts? Eine Kiste. Ich wollte eigentlich zuerst die Nachricht lesen. Ich hatte schon Angst, es ist wieder so ein Mimik oder so. Aber dass das im ersten Teil gibt, werden sie das wahrscheinlich genau jetzt nicht haben. Geldsack voraus, okay. Rostige Münze, was bringt die? Stärkt vorübergehend Glück. Diese rostige Münze verleiht euch jenes Quäntchen Glück, das das Auffinden von Objekten und anderen Dingen erleichtert. In der Münze ist das Abbild eines Gottes, den man einst verehrte, eingraviert. Doch ihre Herkunft kennt niemand. Okay, das gibt mehr Item-Finding. Brauchen wir momentan eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt was Spezielles farmen. Was ich auch nicht weiß, ist, was passiert, wenn man so oft stirbt, dass die Lebensbalken dann auf Null sind. Geheimnis voraus, aber nicht hier. Schade. Vielleicht auf der anderen Seite. Keine Ahnung. Einfach mal wild gegen alles schlagen. Links. Hebel voraus. Probieren wir das mal. Na? Vision von Händlern. Hier sind richtig viele Nachrichten. Ist ein bisschen nervig. Vor die Riese. Elan wird benötigt. Sollte man schnell sein wahrscheinlich. Immer um die Ecken gucken. Es könnte ein fieses Schwein irgendwo lauern. Da ist eine Truhe mittendrin. Das ist doch bestimmt eine Falle. Aber ich bin greedy. Und ich will sie haben. Da geht es irgendwo noch weiter. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ups. Das zumindest schon mal nicht. Das wird mir noch so häufig passieren. Jetzt werde ich wahrscheinlich die 1000 Seelen, die ich mühsam bei diesem Riesen ergattert habe, beim letzten Mal einfach wieder verlieren. Aber na gut. So ist es halt. Das gehört zu Dark Souls dazu. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Seelen verlieren gehört schließlich einfach zum Spiel dazu. Schade, dass hier nicht irgendwelche Nachrichten sind. Vielleicht hätte ich da durchgehen sollen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Items. Ich will auf jeden Fall erstmal die Seele zurückholen. Wobei, ja, 1000 Seelen sind es wahrscheinlich nicht die Welt. Es sind relativ wenig Gegner hier. Überraschenderweise. War hier nicht, sollte hier irgendwie noch eine Geheimtür sein oder so, eine Geheimwand? Warum sind hier die ganze Zeit so viele Leute gestorben? Das gibt's doch nicht, hier ist doch gar niemand. Majula. Unser schönes Grab.
Ich bin auch gespannt, ob sie diesmal es geschafft haben, den DLC richtig in das Hauptspiel zu integrieren. Das wäre eine schöne Sache. So, hier wieder runter. Und ein bisschen vorsichtiger sein. Sonst gehen die HP noch weiter zurück. Ich möchte eigentlich nur ungern. Müssen wir den wieder ziehen? Jawohl. Ich möchte eigentlich nur ungern das, die einzige menschliche Dings, das wir haben, direkt schon vergeuden. Weil ich zu oft gestorben bin. Ich denke, die kann man bestimmt auch irgendwo farmen. Der Hebel macht dann wahrscheinlich das Tor wieder auf, wenn es irgendwie geschlossen ist, vielleicht. Weiß ich nicht. So, wir wollen nochmal zur Kiste hin. So, schön vorsichtig. Irritiert mich voll. Na schön. Ein Menschenbild. Hurra! Also hier ist tot. Da drüben kann man stehen. Wahrscheinlich kann man darüber springen. Das will ich jetzt aber erstmal nicht machen. Wow. Ich sollte mir vielleicht irgendwas zu schreiben holen, um irgendwie aufzuschreiben, wo ich was übersehen oder nicht mitgenommen habe. Ich glaube, das wäre ein bisschen einfacher gewesen. So, erstmal hier runter. Hurra für Höhle, hurra für sinnlos. So viele Blutlachen. Oh. Na? Können wir hier reinrennen und den Schatz klauen? Das Ding, das wir gesehen haben. Sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Vorsicht vor Unachtsamkeit, ja. Habe ich mir schon gedacht. Hey! Wo kommt der denn her? Lebensstein. Was haben wir jetzt alles erhalten? Ich muss erst mal gucken. Ein Lebensstein, okay. Die sind zum Heilen. Ordnungsknochen. Was war das andere Zeug? Wir haben doch noch mehr gekriegt. Ein Menschenbild, das haben wir vorher erhalten. Die komische Münze, eine Seele haben wir erhalten, glaube ich. Ansonsten nichts weiter. Na schön. Man soll ja auch nicht immer so greedy sein und damit zufrieden sein mit dem, was man hat. So, den Riesen lassen wir erstmal in Ruhe. Da ist nochmal so ein Typ. Den habe ich wahrscheinlich. Da bin ich einfach vorbeigerannt, war ich nicht so achtsam. So, die geben auch nicht wirklich viel, außer Lebenssteine. Und die können auch nichts. Das ist doch schon mal ganz angenehm. So, hier kann man rüber. Ach, da ist ein Leuchtfeuer, schön. Reisen. Okay, wir können da wieder zurückreisen. Da brennt Gegenstandskiste. Aber haben wir keine. Kann es sein, dass sich die Lebenssteine doch nicht wieder auffüllen, dass wir die erfarmen müssen? Gibt es keine Estus-Flasks mehr? Das wäre natürlich schade. Aber würde natürlich das Spiel ein bisschen schwieriger machen. Wurfmesser. Gut, es ist nicht so schlimm, weil man die bei denen wahrscheinlich eh immer farmen kann. Oh. Stimmt, da war ja noch ein zweiter. Habe ich ganz vergessen. Wurfmesser. Können wir uns die vielleicht auf die Leiste schieben? Ups. Nehmen wir mal mit rein. Kann man sicher immer brauchen. Ich will auch mal gucken, ob die Dicken hier respawnen. Na komm.
Erschöpf dich mal wieder ein bisschen. Oh, du bist doch schon müde. Na? Schnucki? Ach Mist. Im Wasser ist man natürlich langsamer. Da darf ich nicht rein. Naja. Dann lohnt sich das am Ende dann so wie, zumindest wenn ich dann dieses Menschenabbild verwende. Und wir haben ja ein Leuchtfeuer in der Nähe, deswegen ist es alles nicht ganz so schlimm. Ich würde eigentlich hier mal ein Level aufsteigen. Aber das geht anscheinend noch nicht. So. Nochmal ein Wurfmesser. Ja, wie oder wann kann man Level aufsteigen? Vielleicht muss man erst irgendwie einen Boss oder so besiegen. Das hat aber gut Schaden gemacht, das Wurfmesser. Das gibt's doch nicht. So, erstmal hier wieder verschwinden. Und weg. Rennen. Schade, dass man die Wurfmesser nicht wieder einsammeln kann. Hier sind wir nicht langsam, komischerweise. Vielleicht ein bisschen seichter. Das gibt's doch nicht. Also es ist von den Gegnern her erstmal schon mal ein bisschen schwieriger als der erste Teil. Wobei ich die wahrscheinlich auch nicht angreifen sollte. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich war genügend weit weg. Naja. Egal. Wir probieren es weiter. Wobei das wahrscheinlich nicht so die idealste Idee ist. Wahrscheinlich sollte man die einfach in Ruhe lassen. Aber beim letzten Mal hat er einen Ring gedroppt und 1000 Seelen. Gut, ich weiß eh nicht, was ich mit den 1000 Seelen machen soll, aber naja. Gibt es hier wenigstens wieder Lebenssteine? Jawohl. Na, immerhin. Na, Dickerchen. Ne, komm, wir lassen ihn in Ruhe. Ich glaube, das ist nicht wert, hier so viel HP zu verlieren. Man fühlt sich ja direkt gecursed, wie im ersten Teil. Bogenschützen. Ist immer eine fiese Sache. Hinter mir ist noch einer, glaube ich. Jawohl. Ein Schild hätte ich mal gerne. Seelen. Nun können wir damit nichts anfangen, weil wir nicht, irgendwie nicht aufsteigen können. Oh, da unten ist was. Hätte ich jetzt mal wieder fast übersehen. Seele eines verlorenen Untoten. Okay, nichts Spezielles. Ja, ohne Schild ist es ein bisschen... Hey! Wo kommst du denn her plötzlich? Die machen zumindest nicht viel Schaden. Leiter, okay. Vielleicht hätte ich einfach durch den Nebel gehen sollen, aber wenn da ein Boss ist, dann verliere ich die 1700 Seelen. Ich würde die eigentlich schon mal gerne für ein Level-Up verwenden. Grüne Blüte, was ist das? Ach, die erhöht die Ausdauerregeneration, das hatten wir schon. So, wieder Lebenssteine vielleicht droppen. Wäre doch was. Da geht's noch weiter hoch. Was sagt die Nachricht? Vorsicht vor die oben. Ist da jemand? Sollen wir da hochgehen? Können wir runter bitte? Hallo? Hey, lass mich in Ruhe.
Du fieser Penner. Zack. Hast du nicht was dabei gehabt? Ich muss auch, glaube ich, ein bisschen sparsamer mit den Lebenssteinen umgehen. Ich muss schauen, dass ich nicht so viel Schaden kriege. Das ist einfacher gesagt als getan. Hm. Ich hatte ein bisschen Angst, die Sachen da unten einzusammeln, weil irgendwas passieren könnte. Irgendwie, dass der Baum erwacht oder so zum Beispiel. Hülleninfanterierüstung, schauen wir uns die mal an. Wandermantel. Ne, der ist wesentlich besser, der Wandermantel. Springen. Muss wohl sein. Geht aber irgendwie nicht. Und wir sind tot. Super. Und da ist ein Nebel. Hm. Muss ich nochmal gucken, kann man nicht mehr springen? Das wäre schon ein bisschen komisch. Und die HP gehen weiter zurück. Ich will mal gucken, was passiert, wenn die HP ganz weggehen. So, nächster. Na komm, droppt ein paar Lebenssteine, ihr Schweine. Hier ist nochmal einer. Also sie können ja eigentlich nichts. Oh, der Bogenschütze habe ich ganz vergessen. Genau, der war auch noch hier. Und da kommt ein Schwein von hinten mit einem Schild. Hülleninfanterie-Helm, der wird wahrscheinlich auch für den Arsch sein, aber wir schauen ihn uns trotzdem an. Ne, der wäre sogar leicht besser, aber wesentlich schwerer. Dann lassen wir es. So, auf ein neues hier wieder hoch. Ich glaube, jetzt werde ich doch erstmal unten die ganzen Sachen einsammeln. Nachdem ich die Leiche wieder geholt habe, wo bin ich denn gestorben? Aber wahrscheinlich liegt das oben. Zerbrochenes Geradeschwert. Also jedes Mal, wenn ich hier was loote... Oder nee, die stehen generell halt auf. Okay. Menschenbild, sehr schön, das kann man immer brauchen. Und irgendjemand wirft mir Feuerbomben. Nochmal, ah, ein Lebensstein, okay. Das ist wahrscheinlich der Typ auf dem Turm. Hey! Nee, hat nichts gedroppt. Hier liegt noch einer. Zerbrochenes Schwert. Braucht kein Mensch. Er visiert die Gegner irgendwie auch nicht sofort an, habe ich den Eindruck. So, da war der Typ, der runtergekommen ist. Das will ich aber erstmal probieren, ob man springen kann. Nee, kann man irgendwie nicht. Zweihändig möchte ich jetzt nicht kämpfen. Da oben liegen also die Seelen. Na, komm runter. Jawohl. So ist es brav. Hülleninfanterie-Helm, okay. Hä? Was war das? Irgendwas war da unten. Und da hinten ist auch noch was. Man kann nicht mehr springen. Oh.
Der hat was dabei. Wurfmesser, sehr schön. Kann man immer brauchen. Und da oben sind unsere Seelen. Oh. Ich dachte, ich habe alle getötet hier. Aber anscheinend ist es nicht der Fall. Irgendwie muss man doch springen können. Hä? Das verstehe ich nicht. Aber gut, ist jetzt halt mal so. Das heißt, wir kommen da gar nicht rüber. So, erstmal hier unten durch. Ah, du bist der Feuerschmeißer. Hey! Hä? Naja. Seelen sind futsch. Leben ist weniger. Das ist super.